Erste Chance für Cornelia in der 5. Minute. Flanke und da ganz frei steht einer im 16er. Er kann den Ball verarbeiten. Villalba sieht rechts am Flügel Vidal, Nacho Vidal, zurück zu Chill, Chill zurück zu Vidal. Der sieht Arroyo, 1 zu 0 Valencia. Neues Spiel zurück und der probiert, der probiert's mal aus der Distanz. Der war gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, sie kommen nicht mit gelungenen Aktionen in den 16er. Jemanden findet Sahibo wieder raus. Und was passiert dann? Vidal und schaut mal auf Vilballa. Zack, fällt er auf einmal um. Und Ruano sieht gelb. 17 Jahre jung. Schuss, oh, drin. Villalba mit dem 2:0 für Valencia B. Schöner Pass. Das Spiel ist vorbei. 2:0 Valencia B. Herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Football Manager 2016 von Sports Interactive mit der Karriere von Kleinauf und Valencia B. Wir sind kurz vorm Spielbeginn gegen den Tabellenzweiten. Ja, unser letztes Spiel haben wir gewonnen. Sie haben ihr Spiel unentschieden gespielt gegen Barcelona B. Wir werden da, das ist das, was ich gemeint habe in der letzten Folge, wenn die Medien sagen, sie erwarten ein Unentschieden, da beide Teams sich neutralisieren sollten und wir das Spiel dann trotzdem gewinnen, ziemlich hoch, dann wird unsere Reputation schneller steigen, als wie wenn hier stehen würde, dass Valencia B das Spiel so und so gewinnen wird. Weil von dem wird er ausgegangen oder das wird erwartet. Was haben wir? Schlüsselspieler Sahibo wird hier angeführt, der balleroberende Mittelfeldspieler, was er eigentlich nicht ist. Wir haben ja eigentlich ihn als Register am Platz stehen. Ist ein Spieler, der wahrhaft das Mittelfeld dominieren kann, sofern er Platz dazu hat. Und ja, gegenüber von ihm wird Raul Fuster angeführt. Das ist, glaube ich, der Torhüter. Okay. Naja. Lasst uns loslegen. Der Kampf um die Plätze beginnt. Soll ich was sagen oder soll ich nicht sagen? Ich sage einfach mal irgendwas und dann geht's auch schon los. Anstoß zur ersten Halbzeit. Ich würde sagen im Topspiel. Und ja, ich melde mich wieder, sobald es was gibt. Ihr kennt das Spielchen ja mittlerweile schon. Also wie ich schon gesagt habe, das Spiel wird wahrscheinlich ziemlich passsicher hier über die Bühne gehen und so ist es auch. Salvador über den rechten Flügel auf Villalba auf Tropi über den linken Flügel nimmt Omegui mit, Omegui verliert den Ball und dann ein Riesenfehler und unser Arango schafft es nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Lato mit der anschließenden Ecke, der Ball kommt rein auf den ersten Pfosten, doch da steht keiner. Und ja, das ist Fuster, das war der Typ, den der Spiel eingangs als Sahibo Konkurrent des Spiels genannt wurde, oder wie das heißt, keine Ahnung. Und ja, man sieht sich.
Hat nicht lange da gedauert. Hier ein Foul an Tropi von Marc Martinez. Will Alba mit dem Freistoß im Mittelfeld. Spielt den Ball lang auf Toni Lato, der direkt zu Arango. Arango nimmt den Ball und bringt ihn nicht runter. Und Salvador mit dem 1:0 für Valencia B. Wir sind in der 5. Minute und Valencia mit dem 1:0. Hier nochmal Lato über den linken Flügel auf Arango, der den Torwart anschießt. Und Salvador bekommt den Rebound und setzt den Ball ins Netz. So kann es weitergehen im Topspiel und ich bin richtig, richtig glücklich. Für all jene, die noch nicht ganz überzeugt sind von Will Ballers Qualitäten, einfach mal ganz kurz zuschauen. Acapo hier auf der rechten Seite und Will Alba auf Tropi. Tropi wieder zurück zu Will Alba. Will Alba nimmt den Ball, dribbelt. Dribbelt, dribbelt und hat das Auge für Arango und er steht ganz knapp im Abseits. Aber das wäre das 2:0 gewesen. Also, unser Spielmacher Nummer 1, Will Alba. Und hier ist er wieder am Ball. Also momentan sieht es relativ okay aus. Was mir ein bisschen negativ aufstößt, ist, dass wir die Bälle so schnell verlieren. Dass wir zu schnelle Abspiele machen, obwohl ich eigentlich gesagt habe, wir fangen langsam an, wir halten den Ball, wir lassen uns Zeit mit dem Ball, wir schauen, wo ist jemand frei und genau das passiert eben nicht. Der Gegner, Gott sei Dank, macht sehr, sehr viele Fehlpässe. Also Passsicherheit, was wir im Vorhinein gesprochen haben, ist hier eher Mangelware. Ja, und somit führen wir eigentlich, würde ich sagen, verdient mit 1:0 und ja, ich habe Lust auf mehr. Wir sind jetzt schon in der 16. Minute, der Gegner, ja, kommt langsam aber sicher ins Spiel rein, man merkt das förmlich. Hier mal eine richtig gute Passstaffette im Mittelfeld. Martinez hier mit den langen Ball, Lato kann den noch abwehren. Martinez wieder zurück und man sieht hier, wie die im Mittelfeld frei sind. Und dann steckt er durch und dann eine richtig gute Chance eigentlich, um hier den Ausgleichstreffer zu machen. Aber sie haben im Mittelfeld irgendwie ganz komisch mehr Ballaktionen. Ja, man muss schauen, dass man das hier irgendwie unterbindet. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Na, der war lächerlich. So, ich habe jetzt ein bisschen herumexperimentiert mit den individuellen Einstellungen, beziehungsweise habe ich jetzt auf Kontrolle umgeschaltet und eine Riesenmöglichkeit, Riesendoppelchance. Wow. Hatten wir jetzt richtig viel Glück und ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie es entstanden ist. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen umgestellt, habe das Mittelfeld ein bisschen enger decken lassen individuell. Also Will Alba und wie sie alle heißen, werden jetzt ein bisschen enger decken. Salvador, boah, was ist denn jetzt los? Jetzt wird es ein Topspiel oder wie? Es geht hin und her momentan. Richtig, richtig cool. Ich melde mich aber trotzdem wieder, wenn es was gibt. Irgendwie verlieren wir momentan das Spiel aus unseren Fingern. Der Gegner hier mit richtig guten Kombinationen und Bällen. Keiner geht drauf und Sivera hält uns mehr im Spiel. Das wäre die Chance gewesen. Wir werden jetzt ganz kurz wieder die wichtigste Sache einstellen. Mehr in die Zweikämpfe gehen. Das hat uns im letzten Spiel auch geholfen gegen passsichere Staffetten, einfach, dass wir mehr reingehen in die Zweikämpfe, auch wenn das heißt, dass wir vielleicht mehr Fouls machen und eine gelbe Karte rausspringt. Wir müssen uns den Ball erobern und das so schnell wie möglich. Denn wir dürfen die nicht ins Kombinationsspiel kommen lassen.
Und will Alba wieder unser Fels in der Brandung. 37., 38. Minute, Tropi im Mittelfeld nimmt sich ein Herzspiel auf die linke Seite zu Lato. Omegui hat sich schon platziert hier in der Mitte, dann sieht er auch Omegui auf Villalba. Villalba mit einem kurzen Haken vorbei schießt und Ivan Crespo im Tor hält. Leider ist keine Ahnung im Spiel. So. Was mir auffällt, seitdem, dass ich umgestellt habe, wir holen uns die mittels den Zweikämpfen die Bälle wieder viel früher im Mittelfeld. Und dadurch, dass ich unserem Stürmer Arango angewiesen habe, er soll doch in die Zwischenräume ausweichen, wo Platz ist, haben wir ein bisschen mehr Gewicht hier in diesem Bereich. Wir kombinieren uns hier ruhig, seelenruhig wieder um den 16er rum und warten ebenso wie jetzt vor kurzem auf die Chance auf den Abschluss von Villalba. Ja, der Gegner hat ein bisschen zurückgesteckt in den letzten Minuten. Aber wie gesagt, könnte ich euch das ganze Spiel zeigen. Es ist ein Top-Spiel. Es ist mit Spannung geprägt und es ist genial, was beide Mannschaften hier abliefern. Man sieht es hier ein bisschen im Ansatz, wie sich hier das Ganze hier ausgewirkt hat. Wir erobern uns den Ball wieder ziemlich früh im Mittelfeld und dann geht wieder die Kombination los. Teilweise verlieren wir auch den Ball wieder, aber ja, wir setzen den Gegner sofort unter Druck und der weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll. Und ja, so geht's dahin. Man sieht sich zum nächsten Event. So, die letzten Minuten in der ersten Halbzeit. Wir kümmern uns mal ein bisschen um die Statistiken. Bis zur 25. Minute, da habe ich mal drauf geguckt, war eigentlich der Gegner total überlegen, was den Ballbesitz betrifft. Mittlerweile haben wir uns Spielanteile wieder zurückerkämpft, muss ich schon fast sagen. Also, dass man... Das ist ein richtig mächtiges Tool hier, mehr in die Zweikämpfe gehen. War mir eigentlich so nie bewusst. Oh, das gibt Eckball. Und man sieht, es wird kontinuierlich mehr hier auf dieser Seite. Und von den Torschüssen her haben wir uns auch erholt. Jetzt haben wir mittlerweile schon mehr als der Gegner. Und nochmal ein Eckball. Wobei das... Nee, das war jetzt kein... Das hat nicht gezählt als Torschuss. Eine Minute Nachspielzeit, dann schauen wir uns nochmal die Tabelle an, die Live-Tabelle. Wir wären jetzt auf Platz 6. Carlos, das ist nicht, der ist nicht bei uns. Domchel? Nee. So sieht halt das, so das neue die Verletzungsanzeige aus, ist auch relativ cool. Nachspielzeit ist eigentlich schon vorbei, die Halbzeit müsste gleich beginnen. Ja, das war ein blöder Ball von Tropi. Oh, den hätte er fast abgefangen. Omegui. So, pfeif ab. Husch, husch. Jetzt kommen sie wieder ein bisschen weiter zu uns. Ja, die Pässe sind auch schneller. Die spielen da viel, viel schneller. Und man kann halt nur dagegen wirken, wenn man die Spieler enger deckt. Man muss ein paar Leute abstellen, die die Spieler decken und andere, die halt draufpressen. Und das haben wir. Und das war kein Abseits. Ah, war doch ein Abseits. Kannst du jetzt bitte mal abpfeifen in die Halbzeit? Hallo? Na also... So, die Halbzeit, was haben wir da sonst immer gemacht? Wir haben geguckt, welche Noten wir haben. Ja, der Torhüter hat einiges gehalten, der hat gute Paraden geliefert. Villalba gehört auch wieder zu einem der besten Leute am Feld. Salvador macht einen relativ guten Eindruck mit dem Tor, natürlich hat er eine höhere Wertung. Und Arango arbeitet sehr viel da vorne im Sturm. Er läuft viel, bewegt sich viel, ist immer anspielbar. Also richtig typisch, richtig untypisch als Stürmer eigentlich. Aber ich würde sagen, wir werden unseren Spielern mal
loben, denn sie machen das wirklich gut da draußen und ich bekomme auch eine sehr gute Resonanz daraus. Wechseln so müssen wir eigentlich noch nicht. Wir werden einfach so weitergehen in das Spiel. Hier, ich habe geändert, was habe ich geändert? Er soll enger decken im Mittelfeld, wenn der Gegner im Ball ist, na, damit die nicht da so herumkombinieren können. Das haben wir auch abgestellt. Ja, seine Position soll er verlassen, habe ich ihm gesagt, damit er auch mehr anspielbar ist. Und genau das macht er. Und ja, funktioniert einwandfrei. Zweite Halbzeit. Los geht's. Valencia B. 53. Minute. Villalba hier zu Omegui. Omegui kommt nicht durch, verliert den Ball. Rubio. Der Gegner spielt wieder hinten rum. Molo, Ivan Crespo, weiß nicht, was er mit dem Ball machen kann. Wir gehen drauf. Der lange Ball, und das ist wieder natürlich der Ballverlust. Das ist natürlich so eingestellt, weil ich das so will. Und jetzt Acapo zu Villalba. Villalba mit dem langen Ball auf Salvador. Und Salvador, mach mir bitte den Robben. Auf geht's. Zieht nach innen, schließt ab. 2-0 Valencia B. Was für ein Spielzug. Ist das ein genialer Spielzug gewesen? Salvador zieht nach innen, genauso wie wir es haben wollen, und schließt damit links ab. Und der Torhüterschütze sieht ein bisschen komisch aus. Aber ja, ich glaube, das geht in Ordnung. 2-0 Valencia B im Spitzenspiel gegen Leider Esportiu. Ich muss Spanisch lernen. Bis gleich. Wir sind in der 58. Minute. Hier der Ballverlust auf der rechten Seite. Marc Martinez holt sich den Ball. Weiß nicht, was anstellen soll. Spielt zurück zu Rubio, Molo. Arango presst gleich wieder. Dann kommt der lange Ball und dann gehört der Ball wieder uns. Genauso stelle ich mir das vor. Sie wäre dann wieder von hinten raus. Lato, Ayala, zurück zu Lato. Der kann auch mal den Ball wieder zu Sivera zurückspielen. Ist technisch möglich. Und dann Vilballa. Zack. Auf Arango. Arango hat die Möglichkeit, einen auszuspielen. Und Ivan Crespo mit einer Glanztat verhindert hier das 3:0 für Valencia B. Hier ist wieder Villalba, Arango. Arango sieht Acapo, doch der Ball kommt nicht an. So kann es gehen. Wir sind dominant, wir sind überlegen. Eine Frage der Zeit, bis das hier das 3:0 fällt. Wir sind in der 56. Minute noch. Wir werden jetzt unseren obligatorischen Wechsel wieder vornehmen. Villalba werden wir rausnehmen. Der ist konditionell natürlich angeschlagen und er hat natürlich ein Attribut, das mir nicht gefällt, und das ist verletzungsanfällig. Und da sollte man halt dann doch immer ein bisschen gegenwirken. Es tut mir zwar leid, dass ich ihn rausnehme, weil er spielt wieder einen mächtig guten Fußball, eine 9-0-Wertung. Der wird wahrscheinlich wieder Spieler des Spiels werden. Und mit diesem Traumpass, habt ihr das jetzt gesehen? Glaube ich auch zu Recht, dass er wieder Spieler des Spiels wird. Ein Tor würde ich ihm auch noch gönnen, also so ist es ja auch nicht. Lato, holt ihr ihn? Ja. Ja, man hört sich wieder, wenn sich was ergibt. So, als nächstes werden wir Toni Lato rausnehmen. Der ist auch schon ziemlich angeschlagen. Und genau das ist das, was ich gesagt habe im letzten Video. Der wird uns wahrscheinlich auf der konditionellen Grasnarbe herumtanzen. Tropi wird zwar auch langsam aber sicher müde, aber na, ich habe für ihn keinen Ersatz mit. Das ist das Problem. Mal schauen, wer uns dann in weiterer Folge neu auf den Platz bringen wird. Tropi. Saibo, ja, der Kämpfer im Mittelfeld. Ja, wir gehen in die Zweikämpfe. Das ist das. Mehr war das nicht.
Abseits, ja. Bis zur nächsten Aktion. 72. Minute. Ivan Crespo nach der Auswechslung. Ich glaube, das habt ihr noch gesehen. Genau, das war direkt nach der Auswechslung. Ja, machst du jetzt oder nicht? Ah, also. Ivan Crespo mit dem langen Ball wieder. Wir holen uns den Ball sofort zurück. Arango kommt hier nicht dran. Und Sola, der Villalba-Ersatz, kann auch Pass spielen. Also so ist es nicht. Salvador verliert hier den Ball, geht sofort wieder nach. Die müssen mit dem langen Ball agieren. Und hier wird wieder hinten rum gespielt, aber trotzdem doch wieder ein bisschen direkt. Und Tropi zu Sola. Sola wartet, Sola wartet, Sola spielt. Salvador Schuss. Ivan Crespo mit der Riesenparade. Und nochmal. Nee, das war nix. Aber ihr seht, wir spielen richtig, richtig gut Fußball. Ich kann das auch ewig lang weiterlaufen lassen. Der Ball rollt einfach. Ja, muss mit dem Foul. Und da oben waren zwei wieder frei. Da hätte er richtig wieder rausspielen können auf die Flügel. Wir zerlegen die Mannschaften nach drei, habe ich so das Gefühl, diese Saison. Tropi Omegui bringt er ihn raus. Ja, aber nicht genau genug. Ja, bis zur nächsten Aktion. Natürlich soll man beim Fußballmanager auch ein bisschen was ausprobieren und ein bisschen herumtüfteln. Und ich würde mal gerne Diallo als Register ausprobieren, denn das kann er spielen. Einfach mal, um zu sehen, wo der Unterschied liegt, ob er vielleicht ein bisschen agiler ist, aber ihr wisst schon, man muss viel ausprobieren. Das ist Pflicht, wenn man den Football-Manager sich besorgt hat und wenn man den spielen will. Wenn man erfolgreich sein will, natürlich. Ja, ich melde mich wieder. Freistoß für den Gegner. Und der geht in die Mauer. Nachschussmöglichkeit nicht drin. Holla die Waldfee. Man merkt im Mittelfeld durch die Einwechslung von Diallo, es passieren viel mehr Fouls. Ja. Das ist der Test eben. Ich hoffe, dass er uns jetzt nicht das Spiel noch umdreht mit seinen Fouls und dass da gefährliche Freistöße rauskommen. Wir haben noch 12 Minuten, 11 Minuten zu spielen regulär. Ja, mal schauen. Foul wieder von Diallo und er bekommt gelb. Irgendwie passt das nicht. Freistoß. Ah, der Ball ist weg. Gott sei Dank. 84. Minute. Sola hier rüber auf den rechten Flügel zu Acapo. Acapo rein zu Salvador. Der wieder zu Sola und Sola schießt, schießt. Er schießt nicht. Warum schießt er denn nicht? Und dann der Gegenzug. Martinez auf Onwu. Onwu zieht nach innen. Zieht nach innen. Pass zu Martinez. Der direkt zu, keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen. Der flankt rein. Und Onwu mit dem 2:1. Da haben wir ganz schlecht ausgesehen. Da haben sie uns echt zerrissen hinten. Jetzt muss ich noch zittern, die letzten 6 Minuten regulär. Ich werde wahrscheinlich das Ganze jetzt auf ein bisschen defensiver noch anlegen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Bis gleich. Die letzten Minuten im Spiel. Unser Gegner drückt wie, wenn es keinen zweiten Morgen mehr geben würde. Wir haben mächtig, mächtig viel Druck jetzt, der auf uns lastet. Die wollen natürlich jetzt den Ausgleich haben noch zum Schluss. Macht keinen Blödsinn da hinten jetzt. Wir sind in der 90. Minute. Die letzte Minute sozusagen. Wir werden gleich erfahren, wie viel Nachspielzeit das es noch geben wird.
Kein Ball, aber wir müssen den Ball halten. Omegui. Ah, das ist nicht vorteilhaft, dieser Pass. Die stellen da jetzt auch im Mittelfeld alles zu und kombinieren sich hier schnell durch. Charlie ist sehr gut aufgepasst. Acapo. Jungs, ihr habt einen tollen, super Job gemacht heute, aber bringt das bitte nach Hause. Acapo. Sola. Arango. Haltet den Ball und spielt ihn. Ja, sehr schön. Salvador. Sola. Langer Ball jetzt auf Arango. Vielleicht schaffen wir es noch, die Entscheidung. Die vorzeitige Entscheidung zu machen. Acapo hier. Wieder Arango. Arango, der Stürmer. Kommt hier nicht rein. Nochmal Arango. Bekommt den Ball wieder nicht rein. Tropi auf Omegui. Kommt, Jungs. Macht es. Ayala. Neuer Aufbau wieder von hinten. Caballo, der frisch reingekommen ist. Tropi. Tropi. Komm. Arango. Ach, viel Pass. Und jetzt, der gefällt mir ziemlich gut jetzt noch zum Schluss. Der Onwu. Ist ein schneller Stürmer, so wie es aussieht. Oh, Diallo, pass auf, du hast schon gelb. Oh, langer Ball. Abseits. Abseits, abseits. Gott sei Dank, das wäre der Ausgleich gewesen. 1,5 Minuten noch. Wir verlieren die Bälle viel zu einfach. Rubio auf der rechten Flügelseite. Ball nach innen und wuff. Was für eine Chance noch zum Schluss. Foul hier im Mittelfeld. Das bringt Zeit. Und eine gelbe, oder? Ja, eine gelbe Karte noch oben drauf. Was für ein Spiel, hey. So viele Spielszenen für mein Intro. Da muss ich echt schauen, was ich daraus sortiere. Die letzte Minute ist am Ablaufen. Tropi, oh mein Gott, das ist ein Fehlpass. Der darf nicht sein, Tropi. Und dann kommt er auch nicht in den Zweikampf. Rubio, Sola, sehr gut. Sola macht ein besseres Spiel als die letzten. Und holst hier einen Gegner um. Charlie, sehr schön auf Acapo. Du hast Zeit, lass dir Zeit. Sola. Sola. Salvador. Salvador wollte ja Arango ins Spiel bringen. Nichts ist. Das Spiel muss aus sein jetzt. Das Spiel ist aus. Valencia B gewinnt 2:1. Was für ein Spiel, liebe Leute. Zum Schluss noch richtig, richtig spannend geworden. Ja, das war schon noch gut. Das war okay. Das waren nur die letzten 15 Minuten. Das war ein bisschen Nervosität, weil wir eben das eine Tor noch bekommen haben. Wow. Villalba, wieder Spieler des Spiels. Ja. Und wir sind auf Platz 6 vorgerückt. Wobei halt hier noch ein paar Spiele ausstehen. Ja, Statistik. Es ist ausgeglichen gewesen. Also ein 2:2 wäre unterm Strich wahrscheinlich wirklich gerecht gewesen. Aufs Tor hatten wir einen Schuss mehr. Geblockte Schüsse. Ja, klare Torchancen zum Ende hin. Echte. Wir hatten... Also ich hatte die Hose jetzt voll noch zum Schluss. Ballbesitz. Wir haben uns reingekämpft in das Spiel. Erfolgreiche Pässe, muss ich nicht sagen, das hat man auch gesehen im Spielverlauf. Ja, Flanken waren sie deutlich besser. So, was wir für Probleme haben mit den Flanken, war gewalttätig. Und mit den gewonnenen Tacklings, die haben, glaube ich, am Ende auch nochmal auf harte Tacklings umgestellt, weil die sind richtig gut in die Zweikämpfe noch gekommen. Und beide haben 130 Kilometer absolviert. Ja, Wahnsinn. Ja. Wir verlassen den Spieltag. Puh.
mich interessieren, ob bei euch das auch so spannend ist, wenn ihr die Zusammenfassung anschaut, oder ob das eigentlich ja nicht so spannend ist. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Es sind jetzt 30 Minuten geworden. Das letzte Spiel waren, glaube ich, nur 20 Minuten an Sendematerial. Ja, also beim spannenden Spiel kann es schon mal ein bisschen länger dauern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Spiel, wenn es darum geht, Karriere von klein auf mit Valencia B. Tschüss, bis zum nächsten Mal.